Im Lauf der Geschichte war nur wenigen die Macht beschieden, das Schicksal ihrer Zeitgenossen zu bestimmen. Stammeshäuptlinge und mächtige Schamanen, Admirale und Kapitäne, Generäle und Staatsmänner, Krieger und Tyrannen, Gegen Ende des dritten Jahrtausends vor Christus zogen Kanaaniter aus der Gegend um Galiläa auf der Suche nach Land zum Mittelmeer. Dort gründeten sie eine Siedlung, aus der die große phönizische Handelsstadt Tyros werden sollte. In diesem Szenario spielen sie die Phönizier, die eine neue Zivilisation gründen. Wenn das Spiel beginnt, steuern sie drei Bürger, die ersten Bürger der phönizischen Zivilisation. Sie müssen diese ersten Phönizier nach Westen führen, ans Meer und die Kunst des Überlebens lernen. Beherrscht werden müssen die grundlegende Bewegung, der Bau eines Kapitols und das Sammeln natürlicher Ressourcen, die ihre Zivilisation zum Wachstum braucht. Das Schicksal der Phönizier liegt in ihren Händen. Willkommen in der Antike. Sie werden gleich die Zivilisation von Phönizien begründen. Wie stets im Laufe der Geschichte bauen auch hier die Bürger diese Zivilisation auf. Bürger errichten Gebäude und sammeln natürliche Ressourcen, die für Wachstum und Überleben der Zivilisation erforderlich sind. Mit der Zeit lehren sie sie zu jagen, zu sammeln und die Nahrung zu ernten, die ihre neue Nation braucht. Die Geschichte ihrer Zivilisation beginnt an der Küste von Galiläa. Drei Bürger stehen unter den einheimischen Kanaanitern und warten auf Anweisungen. Wählen Sie alle drei an, indem Sie auf den Boden vor Ihnen links klicken, die Maustaste gedrückt halten und einen Rahmen um Sie herum aufziehen. Dann lassen Sie die Taste los. Das nennt man Rahmenanwahl. Sehr gut. Bewegen Sie Ihre Bürger oder andere Einheiten, indem Sie auf die Stelle der Karte rechts klicken, zu der Sie gehen sollen. Westlich von Ihren Bürgern liegt ein Hügel mit einer Flagge. Dort werden die Bürger mit dem Aufbau der Zivilisation beginnen. Zeigen Sie mit der Maus auf den linken Bildschirmrand, um den Hügel zu finden. Die Karte scrollt in diese Richtung. Scrollen Sie die Karte bis zum Hügel. Auch über die Minikarte rechts können Sie den Hügel ansteuern. Die Minikarte ist ein Abbild der gesamten Karte. Sie ist fast schwarz, weil Sie noch nicht viel erforscht haben. Den Hügel aber erkennt man als grünen Fleck nahe beim Zentrum der Minikarte. Wenn Sie ihn entdeckt haben, lassen Sie Ihre Bürger dorthin gehen. Achten Sie darauf, dass Ihre Bürger noch angewählt sind. Und rechts klicken Sie in der Nähe der Flagge auf den Hügel.
Die schwarzen Bereiche der Karte rund um den Weg ihrer Bürger zum Hügel werden nach und nach aufgedeckt. Sie können das Vorrücken auf der Karte und der Minikarte beobachten. Beachten Sie, dass Sie die Häuser im Kanaaniterdorf noch sehen können, die Menschen aber nicht. Sie werden vom Nebel des Krieges verdeckt. Das heißt, Sie können nicht sehen, was kein Mitglied Ihrer Zivilisation sehen kann. Gut, Sie haben den Hügel erreicht. Hier werden Sie ein Kapitol für Ihre neue Stadt bauen. Wählen Sie per Linksklick einen Ihrer Bürger an. Klicken Sie auf den Button Kapitol unten im Fenster, um ein Kapitol zu bauen. Ein Phantomkapitol erscheint und hilft Ihnen, einen Standort festzulegen. Sie können das Kapitol dort bauen, wo der Umriss grün erscheint. Ist er rot, kann das Kapitol an der Stelle nicht gebaut werden. Verschieben Sie das Phantomgebäude, bis es grün erscheint. Links klicken Sie an einer geeigneten Stelle, um das Fundament für das Kapitol zu legen. Daraufhin geht Ihr Bürger zu dieser Stelle und beginnt mit dem Bau. Je mehr Arbeiter beteiligt sind, desto schneller wird gebaut. Wählen Sie per Rahmenanwahl die beiden anderen Bürger an. Rechts klicken Sie dann auf die Baustelle. Über der Baustelle wird der Mauszeiger zum Hammer, ein Zeichen dafür, dass Ihre Bürger dort tätig werden können. Ihr Kapitol ist fertig. Gut gemacht. Beachten Sie, dass Ihre Bürger jetzt automatisch Holz sammeln. Das tun Sie, weil Bäume eine Ressource darstellen und diese Ressource dem Kapitol am nächsten war. Sie können auch selbst entscheiden, wo Ressourcen gesammelt werden sollen. Wählen Sie dazu einen Bürger an und klicken Sie auf einen anderen Baum. Über der Ressource wird der Mauszeiger zum Eimer. Ihre Bürger bringen gesammelte Ressourcen automatisch zum Kapitol. Dann kehren Sie zur Fundstelle zurück und sammeln weiter. Sie können Ihren Bürgern jederzeit neue Anweisungen geben. Wählen Sie dazu einen Arbeiter an und rechts klicken Sie auf das Kapitol. Sofort geht dieser Bürger zum Kapitol und liefert ab, was er getragen hat. Das Sammeln von Ressourcen ist wichtig für das Überleben Ihrer Zivilisation. Bald werden Sie auch Gold, Steine und andere Ressourcen sammeln. Ihre aktuellen Ressourcen werden in der Leiste unten im Fenster angezeigt. Ihre Zivilisation hatte einen guten Start, aber die Bevölkerung muss wachsen und braucht dazu Nahrung. Südlich des Kapitols finden Sie ein Ressourcengebiet. Ein neuer Punkt auf der Minikarte zeigt, wo Sie die Nahrungsquelle suchen müssen. Schicken Sie Ihre Bürger dorthin, um Nahrung zu sammeln. Von der Sammelstelle zum Kapitol ist es ein weiter Weg. Lassen Sie Ihre Bürger bei der Sammelstelle eine Siedlung bauen, damit mehr gesammelt wird. Siedlungen sind einfache Abladeplätze für Ressourcen und werden wie ein Kapitol gebaut. Wählen Sie einen Bürger an, klicken Sie auf den Siedlung-Button und platzieren Sie das Gebäude. Das Holz für die Siedlung stammt aus Ihrem Ressourceninventar. Das Sammeln von Nahrung schafft die Ernährungsgrundlage für Ihr Volk.
Bis zu 6 Bürger können gleichzeitig an einer Stelle sammeln. Mit der Zeit lernen sie auch Jagd, Fischerei und Landwirtschaft kennen, um für mehr Nahrung zu sorgen. Jetzt benötigt ihre Zivilisation neue Bürger. Der Bürger-Button im Kapitol wird aktiv, wenn Sie genug Nahrung haben. Wählen Sie das Kapitol an und erschaffen Sie per Klick auf den Bürger-Button einen neuen Bürger. Mit genug Nahrung können Sie Bürger durch mehrere Klicks am Fließband produzieren lassen. Per Rechtsklick auf den Bürger-Button wird die Auftragskette wieder verkürzt. Auch in Stadtzentren können Sie Bürger erschaffen. Nach einer Weile erscheint ein neuer Bürger am Kapitol und kann zur Arbeit eingesetzt werden. Damit neue Bürger automatisch arbeiten, können Sie einen Sammelpunkt einrichten. Wählen Sie das Kapitol an und klicken Sie auf den runden Button Sammelpunkt setzen. Bestimmen Sie anschließend den Sammelpunkt mit einem Klick auf das Ressourcengebiet. Neue Bürger nehmen nun sofort ihre Arbeit an dieser Stelle auf. Damit Ihre Zivilisation wächst, müssen die Bürger beschäftigt bleiben. Ein Klick auf den Button Müßige Bürger unter der Minikarte zeigt Ihnen, welchen Bürgern Sie Arbeit verschaffen müssen. Es scheint alles prächtig zu laufen. Erschaffen Sie 6 Bürger, damit die phönizische Zivilisation gedeiht. Gut gemacht. Das phönizische Volk wächst und gedeiht unter ihrer Herrschaft. Mit einer gesunden Basis sind die Phönizier bereit, ihren Einfluss über den Mittelmeerraum auszudehnen. Ihre Phönizier haben eine Insel westlich ihrer ersten Stadt erreicht. In ihrer neuen Stadt Tyros wollen sie ihre primitiven Anfänge hinter sich lassen. In diesem Szenario führen sie die Phönizier in eine neue Epoche, die Steinzeit. In der Steinzeit können sie neue Technologien erforschen. Sie kämpfen auch gegen wilde Tiere und erfahren alles über Zivilisationspunkte und den Zivilisationsbaukasten. Eine neue phönizische Kolonie wurde gegründet. Vor der Küste, westlich der ersten Phöniziersiedlung Alt-Tyros, liegt die Insel Melkart. Auf dieser Insel haben mutige Phönizier eine neue Stadt gegründet, Neu-Tyros. Damit Neu-Tyros gedeiht, müssen sie ihr Volk in die Steinzeit führen. Der Fortschritt in eine neue Epoche verlangt nach zusätzlichen Ressourcen. Nahe des Stadtzentrums liegt ein Ressourcengebiet. Lassen Sie die Bürger dort Nahrung sammeln.
Ihre Zivilisation wächst schneller, wenn Sie im Stadtzentrum neue Bürger für die Arbeit erschaffen. Jeder neue Bürger kostet ein wenig Nahrung, aber die Investition zahlt sich später aus. Vergessen Sie nicht, dass neue Bürger zu einem Sammelpunkt geschickt werden können, sobald sie in einem Stadtzentrum oder Kapitol erscheinen. Klicken Sie einfach erst auf das Stadtzentrum und rechtsklicken Sie dann auf ein Ressourcengebiet, um dort einen Sammelpunkt für Neubürger einzurichten. Damit Sie sich in der Steinzeit weiterentwickeln, brauchen Sie mehr Nahrung. Nordöstlich des Stadtzentrums liegen weitere Ressourcengebiete. Wählen Sie mehrere Bürger an und lassen Sie dort eine Siedlung bauen sowie Nahrung sammeln. Aber Vorsicht, man weiß nie, wo vielleicht gefährliche Tiere lauern. Denken Sie an den Bau von Siedlungen, wenn Ihre Bürger in großer Entfernung vom Stadtzentrum Ressourcen sammeln, damit schneller gesammelt wird. Vergessen Sie nicht, weiter Bäume zu fällen und Holz zu sammeln. Sie brauchen Holz für weitere Siedlungen. Im Bereich um die neuen Ressourcengebiete herum wimmelt es nur so von menschenfressenden Tigern. Sie müssen die Tiger töten, damit sie ungestört Nahrung sammeln können. Wählen Sie mehrere Bürger an und rechtsklicken Sie auf einen Tiger. Gefährliche Tiere greift man am besten in Gruppen an. Wir werden angegriffen! Sie haben eine ernste Gefahr für Ihr Volk beseitigt und Sie wurden mit Zivilisationspunkten belohnt. In den Szenarien erhalten Sie gelegentlich Zivilisationspunkte für erfolgreich gelöste Aufgaben. Links klicken Sie auf die blinkende Krone. So sehen Sie, welche Boni Sie für Ihre Zivilisationspunkte eintauschen können. Und keine Bange, das Spiel steht auf Pause, wenn dieses Fenster angezeigt wird. Zunächst scheint das alles vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber Sie werden sich schnell zurechtfinden.
Scrollen Sie jetzt einmal bis zum Eintrag Bürger und verwenden Sie die Punkte für Boni, die Sie sich leisten können.
Sehr gut. Sie haben jetzt genug Nahrung, um den Fortschritt in die Steinzeit zu erforschen. Wählen Sie dazu das Stadtzentrum an und klicken Sie auf den Button Steinzeit. Solange eine neue Epoche erforscht wird, können in diesem Stadtzentrum weder Einheiten erstellt noch andere Forschungen betrieben werden. Sie können aber mit Klicks auf die jeweiligen Buttons die Auftragsketten verlängern. Die Produktion beginnt dann, sobald im Stadtzentrum die Erforschung der Steinzeit abgeschlossen ist. Wählen Sie das Stadtzentrum an, um die Forschungsfortschritte in der Statusleiste über dem Bild des Stadtzentrums zu beobachten. Glückwunsch! Ihr Volk ist in der Steinzeit angekommen. Sammeln Sie weiter Ressourcen für Ihre Zivilisation. In der Steinzeit haben Sie Zugriff auf die erste von vielen Technologien. Wählen Sie Ihr Stadtzentrum an. Ein Forschungsbutton für Werkzeuge mit Stiel ist zu sehen. Diese Technologie wird Ihren Bürgern einen effektiveren Steinabbau ermöglichen. Technologien kosten Ressourcen, aber Ihre Zivilisation wird dadurch verbessert und lernt neue Dinge. Alle Technologien sind optional, aber Sie sollten zumindest diejenigen erforschen, die für Ihre Pläne am dienlichsten zu sein scheinen. Eine neue Tigermeute bedroht Ihr Dorf. Töten Sie sie, ehe sie Ihre Bürger fressen. Wir werden angegriffen. Großartige Arbeit. Ihr Volk blüht und gedeiht. Freuen Sie sich über die Fortschritte Ihrer neuen Stadt.